Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich mache währenddessen ein Holi. Ganz kurz, bevor wir richtig starten. Am Donnerstag ab 14 Uhr sind alle Holi-Sorten wieder da. Beziehungsweise Raspberry Raptor, Citrus Cobra, Strawberry Shark, Fruity Frog und der Piranha. Und ich weiß, der Piranha ist die mit Abstand beliebteste Sorte von allen. Wenn ihr Donnerstag ab 14 Uhr zuschlagt, kriegt ihr noch was. Ich habe gefragt, kann sein, dass sie am Freitag wieder weg sind. Das ist echt schwierig, weil die Nachfrage so groß ist. Das heißt, auf jeden Fall bestellen, wenn ihr was haben wollt. Kommen wir aber zum Thema des Videos, das Hauptthema. Überlegt mal, liebe Freunde, was dauert ungefähr 2 Minuten in eurem Leben und erfüllt euch mit absoluter Glückseligkeit? 2 Minuten. Und ich weiß, einige werden jetzt sagen, Eis essen kann man 2 Minuten machen, ist okay. Einige werden sagen, 2 Minuten. Ja, dafür bin ich bekannt. Ich sag's euch, wie es ist. Auch wenn eure Partnerin oder euer Partner sagt, ach, 2 Minuten, das war gut. Meistens ist es nicht gut und könnte besser sein. Das heißt, wenn ihr Mr. oder Mrs. 2 Minuten seid, solltet ihr bei eurem Geschlechtsakt vielleicht gucken, dass ihr es ein bisschen verlängert. Es gibt aber auch jemanden, der der Auffassung ist, dass 2 Minuten das Beste der Welt ist. Und dieser jemand ist Activision. Wir sprechen über das Reveal-Event. Oder, wie ich es liebevoll in der Community nenne, den Reveal-Quickie. Ihr seht da so ein bisschen Gameplay im Hintergrund von. Das Reveal-Event hat ja letzte Woche stattgefunden. Und währenddessen einige schon gesagt haben, vor langer, langer Zeit, COD-Scheppi kann und will und tue ich nicht mehr, gab es einige wie mich, die trotzdem natürlich Lust hatten zu sehen, was sie uns vom neuen MW3 zeigen. Und dieses Reveal-Event, und das machen wir heute sachlich kritisch, okay? Das heißt, an all die Hater da draußen, die sagen, ihr könnt immer nur alles negativ sehen. Haltet die Klappe, setzt euch hin, guckt zu, lasst ein Like da. Also, dieses Event war vom Aufbau her. Ich habe mal in der Schule gelernt, man soll, wenn man Kritik äußert, immer erst etwas Positives sagen, damit der Gegenüber oder das Subjekt, über das man spricht, nicht so einen rein negativen Eindruck bekommt, weil es dann so eine Verteidigungshaltung einsetzt. Das heißt, liebes Activision, das Positive vorweg. Nachdem man 10, 15, 20 Minuten in der Lobby warten musste, Überraschung, dass viele Leute spielen wollten, konnte man es dann ohne Ruckeln spielen. Und die 2 Minuten, 3 Sekunden, die es gedauert hat, waren sogar unterhaltsam. Also die Idee dahinter war gar nicht schlecht. Ihr musstet im Team oder auch mit Randoms zusammen, alle Spieler waren befreundet, ihr hattet nur KIs als Gegner, musstet ihr so einen Raketenkopf, würde ich es jetzt mal nennen, deaktivieren. Dann wart ihr in so einem Laptop dran, an so einem, kennt ihr aus DMZ ja auch und aus Warzone. Musstet dann mit einem Transporter oder sonst was zu einem Tunneleingang. Bei diesem Tunnel auf dem Weg dahin waren Gegner und Helikopter, die mit Gegnern, die geschossen haben. Und da musst ihr euch ein bisschen freikämpfen, aber die Gegner waren jetzt nicht allzu gut. Also ich habe zwar ein paar gesehen, die es irgendwie andauernd geschafft haben, down zu gehen. Aber wenn man sich ein bisschen konzentriert hat, ging das schon. Und dann musstet ihr in diesen Tunnel, musstet euch den Weg freischießen. Und aus diesem Tunnel musstet ihr solche Stäbe holen, die habt ihr auf den Rücken getan. Und musstet euch dann mit dem Stab, oder ist es von der Third-Person-Perspektive oder in die Third-Person-Perspektive gewandert, die ganze Ansicht, das war sehr, sehr cool, das hat mir auch gefallen, musstet ihr dann eben euch rauskämpfen zu dem Helikopter, wo die draußen gelandet sind und diese Stäbe auf dem Rücken in die Helikopter tragen und wieder zurück. Und für verschiedenste Aufgaben währenddessen hat man halt Belohnung bekommen, also Tarnung, Visitenkarten und sowas. Und eine dieser Einheiten, gegen die ihr da gespielt habt, waren Juggernauts. Und die haben halt auch ein bisschen was getankt. Und ich glaube, für 5 Assists auf einen Juggernaut oder 5 verschiedene Juggernaut-Assists habt ihr eine der Aufgaben erledigt. Und wenn ihr alle erledigt habt, habt ihr eine Waffentarnung bekommen. So ungefähr war das. Und dieses ganze bisschen Geballer, bisschen was wegtragen und dann eben zurück. Das war unterhaltsam, das fand ich witzig, das war wenigstens mal ein bisschen Kreativität. Und dann ist man halt in den Heli gestiegen, nachdem das Team, ich glaube, 40 oder 43, 45 von diesen Kanistern weggebracht hat. Und dann war ich bereit für den zweiten Teil. Ich dachte, ey geil, erster Teil, okay, es war jetzt halt 2, 3 Minuten, aber kommen ja noch ein paar Teile. Und anstatt dann aber noch mehr kommt, war dann vorbei. Dann gab es eine Cutscene, es gab 2 Minuten diesen Reveal-Trailer von MW3, den ihr jetzt alle ja mittlerweile wahrscheinlich schon gesehen habt. Und das war's. Und man sitzt dann da und denkt sich so, all der Hype, den ihr als Entwickler und Publisher vorher gemacht habt, und wir sind an dem Punkt, wo Activision-Verantwortliche vor einem Jahr gesagt haben, dass COD-Events mindestens genauso gut sind wie die von Epic Games und Fortnite.
Und dann gebt ihr uns 2 Minuten so ein Event, was interessant, lustig anfängt, nachdem man es dann spielen konnte, und dann einfach aufhört und nichts mehr kommt. Und da fragt man sich ernsthaft, war es das überhaupt wert? Also war es die Arbeit überhaupt wert? Und jetzt kommt die richtige Manöverkritik von mir. Am Ende dieses Reveal-Trailers, und Vorsicht Leute, ich spoiler jetzt, das heißt, wenn ihr keinen Bock auf Spoiler habt, macht lalala. Am Ende des Reveal-Events sehen wir ja, wie wir beim Prison sind aus Verdansk. Und wir haben ja schon die Infos bekommen, dass wir im neuen MW in der Kampagne unter anderem und Warzone Mobile anscheinend auf einzelnen Stücken von Verdansk spielen werden. Prison und einige andere Orte, Stadium vielleicht auch. Und da habe ich mir gedacht, warum geht dieses Event nicht in 3 oder 4 Etappen, a 5 oder 10 Minuten? Und einige haben es ja eh öfter gespielt, weil sie eben die Tarnung mit allen Aufgaben haben wollten. Warum macht ihr es nicht so, dass wir im ersten Teil in diese Helikopter steigen? Im zweiten Teil, von mir aus auch nur 2 Teile. Der Helikopter fliegt ein, man kriegt das MW3 Reveal-Trailer-Ding, dann sieht man, dass man auf Prison gelandet ist oder in Prison, und in Prison geht's weiter. Und plötzlich sind all die Spieler wieder auf der Prison-Karte, also auf Verdansk, aber eben nur auf so einem kleinen Stück, also auf Prison, und müssen da dann irgendwie noch, keine Ahnung, ich habe mir so überlegt, ist jetzt, ich bin kein Filmmacher, aber so, ihr seid mit euren Teammates und den anderen Random-Spielern so in der Mitte von Prison, unten, und von außen aus den Toren kommen irgendwie überall Gegner und ihr müsst die zurückhalten, aber es werden immer mehr, ihr könnt es nicht gewinnen, und dann ist Cutscene. Dann seht ihr wieder ein bisschen, wie es dann weitergeht. Die Shadow Company wird gezeigt, 141 wird gezeigt und vorbei. Und das Ganze aufgeteilt auf 2 Teile, der erste, dann der zweite und dann irgendwie insgesamt 20, 30 Minuten. Das wäre ein Event. Oder als die Cold War Integration war und wir auf Verdansk verschiedene Aufgaben gelöst haben und dann, es war eine Bombe, glaube ich, oder so, und wir alle zum Stadium gelaufen sind und während man zum Stadion auf Verdansk zurückgelaufen ist, kam immer diese Einblendung, wisst ihr, was ich meine? Diese Halluzination, die man hatte. Oder lief man immer weiter? Und das Ende war, dass alle beim Stadion waren und dann auf den Monitoren gesehen haben, was jetzt an COD kommt. Das war ein geiles Event. Und das, was sie jetzt gemacht haben, hatte so richtig lustig, wirklich witzig angefangen und hat genauso schnell auch geendet. Und ich war so hart enttäuscht. Und dabei habe ich mich ertappt, dass ich tatsächlich bei etwas, was Activision macht, immer noch enttäuscht bin. Und das sagt mir einfach, dass ich diese Franchise immer noch nicht so ganz aufgegeben habe oder mir einfach innerlich so sehr wünsche, dass es besser wird, dass es wieder gut wird. Und ich weiß nicht, ob es das jemals wieder wird, aber man ist halt auch dumm, dass man immer wieder dran glaubt und immer wieder hofft. Dieses Event war eine wunderbare Gelegenheit, um uns allen ein ganz, ganz, ganz kleines Fünkchen Hoffnung ins Herz zu schießen. So ein bisschen so, guck mal Leute, ihr habt die Leaks schon gehört. Totenstille und Geist als Perk und Slide Canceln und Movement und Dolphin Dive und normale Minimap und coole Karten aus MW2. So, das sind die Zutaten, die man braucht, um einen guten Kuchen zu backen. Aber warum hat man uns nicht die Glasur gezeigt? Warum hat man den verrotteten Kuchen dahingelegt und gesagt, den kannst du 2 Minuten genießen und dann ist fertig. Und das war alles. Und das war sehr, sehr, sehr enttäuschend, weil ich mir mehr erhofft habe und wie schnell das Event halt auch wirklich vorbei war. Also, das war absurd. Das war wirklich absurd. Ich hab gedacht, es geht noch länger. Das heißt, wenn ich den Anfang bewerten müsste, wären das eine 7,5 von 10, was bei Activision-Maßstäben schon extrem gut ist. Wenn ich die Länge bewerten müsste, wäre es eine 1 von 10. Und wenn ich das Ende bewerten müsste, der Reveal-Trailer, der war gut. Aber, und das kennen wir ja, Trailer und Teaser und Reveal-Trailer und solche Sachen können, wer auch immer bei Activision das macht oder bei Entwicklern, die das machen, sind unglaublich gut darin. Die Trailer von COD sind seit Jahren das Beste, was der Gaming-Markt zu bieten hat. Aber leider kommt dann immer nichts. Und das war echt enttäuschend und da wollte ich gerne mit euch sprechen und auch eure Meinung wissen, weil ich saß so im Chat, ich war bereit, 2-3 Stunden keinen Tarkov zu spielen und habe so dieses Event gemacht und dann war es halt fertig. Alles war fertig und ich guckte so und der Chat war auch so, das war's wohl. Also, lasst mich eure Kommentare wissen, lasst ein Like und ein Abo da, Leute, und wir sehen uns auf der Gamescom am Samstag.